willkommen bei den Löwenmachern unter Grumbach, direkt neben Heilsbruck im Nürnberger Land, zum Newsletter 207. Könnt ihr bitte mal ein bisschen leise sein? Das ist Ann-Kathrin, Michael und Leandro und sie kochen schon mal unsere neue Kirschbaumküche ein, aber später dazu mehr. Deutschlands renommiertester Literaturkritiker, Dennis Scheck. Also, das ist die kurioseste literarische Veranstaltung, die kurioseste Möbelveranstaltung, auf der ich je war. Dennis Scheck, der schon dreimal bei uns gelesen hat, hat uns in seiner tiefgreifenden Kolumne im Feinschmecker als Küchenplaner empfohlen. Das führte einerseits zu immerhin einem Kompliment einer Kundin via WhatsApp, andererseits aber zu einem baldigen Besuch einer Redakteurin. Wir freuen uns drauf. Der Redakteur der Fachzeitschrift DDS, die uns für die schönste Massivholzwerkstatt Deutschlands auszeichnete, war schon bei uns. Und seinen Artikel nebst Video können Sie bei uns nachlesen und schauen. Mit 5 Jahren modelte Biene schon zusammen mit ihrem Bruder und unserer Tochter auf der elterlichen Garderobe. Jetzt wurde unsere Ausstellungsküche in Esche bei ihr und ihrer Familie eingebaut, aber bei unserer neuen Ausstellungsküche in Kirschbaum war der Wurm drin. Wir halten das Design der Löcher für eine wunderbare Leistung unserer Tiertrainerin und ein grandioses Naturschauspiel. Wie immer ist es nur ein Beispiel unserer Möglichkeiten, wie auch das induktive Handyladen direkt auf der Arbeitsplatte. In diesem höhenverstellbaren Ess- und Konferenztisch haben wir einen Kabelroller ähnlich dem in Ihrem Staubsauger eingebaut. Also kann man ihn mit einem Griff an den Strom anschließen und die passende Höhe fahren. Egal ob Schreibtisch, Küche, Esstisch oder Montageplatz, alles verstellen wir mit den Hubsäulen von Linac. Im Rahmen des neuen Markenauftritts von Pro Natura gibt es jetzt auch ein neues Erklärvideo, welches die Vorteile des Naturbettsystems gekonnt in 38 Sekunden im Sinne Ihrer Gesundheit zusammenfasst. Auch zum Thema Gesundheit. Als Sportlehrerin und Rückenschulleiterin bietet Ute Danzer seit 1997 immer wieder Rückenschulkurse für Mitarbeiter an. Denn was ist im Handwerk wichtiger als die richtigen Bewegungen beim Heben und Absetzen? Sollten interessierte Firmen an so einer Aktion auch mal Interesse haben, mögen sie uns einfach anrufen. Wir wurden zum 3. Mal nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und es wird nicht schlimm, auch diesmal nicht zu gewinnen, denn bisher gewannen auch schon mal Aldi, Axel Springer oder IKEA. Deshalb verlinken wir auf eine Dokumentation in der Die Zeit, in der die finanziellen Hintergründe des Preises erklärt werden. Was uns zur Verleihung der Goldenen Ratte motivierte. Auf unserer riesigen Seite über Couchtische reagierten 2 Menschen mit der Bitte um eine Preisliste. Warum es die bei uns nicht geben kann, erklären wir in diesem ausführlichen Blogbeitrag. In den Kurznachrichten erzählen wir von unseren übrigen Sideboards, von Anne Friend in der Tante Betty Bar und von der Möglichkeit, dass uns vielleicht jemand auf der Konsumenta hilft. Bis bald!